Hallo zusammen, hier ist wieder euer Lahn-Töchchen für euch in Dragonflight unterwegs und heute ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount aus Patch 10.1.7 und dazu befinde ich mich schon mal auf den Dracheninseln und zwar hier in der Küste des Erwachens, denn dort haben wir ein kleines Event und dieses Event schimpft sich Traumsprung. Bei dem Traumsprung handelt es sich um ein gebietsweites Event. Dieses switcht einmal die Woche, heißt jede ID ist quasi in einem anderen Gebiet hier in den Dracheninseln und ja, in der ersten Woche ist der Traumsprung einmal in der Küste des Erwachens. In der nächsten Woche wird es wahrscheinlich Ebene von Nara sein, dann Azurblaues Gebirge und Taldrassus, beziehungsweise vielleicht ist es auch random, das wissen wir jetzt noch nicht so ganz genau, aber in einer von den Zonen ist dann dementsprechend dieser Traumsprung immer aktiv. Wichtig für uns ist, dass es ein Event gibt und zwar jede halbe Stunde, also um 1 Uhr, 1.30 Uhr, 2 Uhr, 2.30 Uhr und so weiter. Und dieses Event ist in der Küste des Erwachens auf den Koordinaten 40, 76. Und dort spawnt dann ja so ein kleines Portal, beziehungsweise auf der Map sieht man auch ein Portal, wenn ihr rechtzeitig da seid. Und da kommen dann ein Haufen Mobs, die müsst ihr umhauen. Ihr füllt einen Balken auf und sobald der Balken aufgefüllt worden ist, kommt nach ein paar Sekunden dann ein Boss, den klopft ihr um. Und der Boss droppt dann verschiedene Sachen. Unter anderem kriegt ihr so Gear-Tokens, die ihr auf eure Twinks schicken könnt. Aber auch diese Währung Traumsprungvereinigung, die ihr im ganzen Gebiet kriegt. Aber auch was wir für einen Mount brauchen. Und zwar verkohlte Elementarüberreste. Von diesen brauchen wir insgesamt 20 Stück. Und den Boss könnt ihr übrigens bei jedem Event looten. Ne? Also ihr könnt es an einem Tag fertig farmen. Der droppt zwischen 1 und 4 von den Dingern. Und im Schnitt sind es 2. Ihr seht hier, bei mir hat er jetzt noch 2 drin. Ihr könnt maximal 20 haben, weil mehr braucht er auch nicht. Und dann könnt ihr das zusammensetzen und das erneuerte Magma-Mammut einmal erhalten. Aktuell ist es ein bisschen buggy. Gestern wurde es noch gar nicht angezeigt, hier im Mount-Journal. Heute wird es angezeigt, aber wenn man draufklickt, dann wird immer das Mount angezeigt, was man als letztes ausgewählt hat, was ein bisschen weird ist. Nichtsdestotrotz wollen wir uns jetzt mal angucken und hoffen, dass es nicht buggt. Also, wir haben die 20 Teile, die fügen wir jetzt einmal zusammen. Und dann haben wir hier unser Magma-Mammut, oder das erneuerte Magma-Mammut. So, dann haben wir es einmal erlernt und jetzt bin ich mal gespannt, ob es funktioniert. Magma-Mammut, hier wütendes und, hier erneuertes. Okay, also das wird schon mal nicht angezeigt, das wird immer noch blau im Vorschaubild angezeigt, aber nein, wir haben jetzt quasi die gelbe Version. Es gab ja hier quasi die rote, dann eine blaue, dann so eine orangeliche und jetzt haben wir die komplett gelbe. Naja gut, die orangeliche ist schon relativ nah dran, aber das ist jetzt die vierte Version von dem Magma-Mammut. Und ja, ich finde diese Mounts sehr cool, dieses quasi schon leicht flüssige hier runter, macht schon echt was her. Und ja, ist ein relativ leicht zu erspielendes Mount. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachfarmen. Sollten noch Fragen offen geblieben sein, schreibt die gerne in die Kommentare. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.